Viele Jahre lockte das Kaufhaus Jeckel am Rottenburger Marktplatz zahlreiche Kunden an, bis zu seiner Schließung im Jahr 2017. Seitdem ist es im Gebäude still geworden. Aber jetzt gibt es konkrete Pläne für die Zukunft des Jeckel-Areals. Dafür haben sich die Stadt Rottenburg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart zusammengetan. Ihr genaues Vorhaben stellten sie jetzt der Öffentlichkeit vor. Noch ist das ehemalige Kaufhaus Jeckel eine Baustelle. Doch schon bald soll dem gesamten Areal neues Leben eingehaucht werden. Wo früher einst Verkaufsregale standen, soll in Zukunft ein neues Begegnungszentrum entstehen. Welche Läden und Einrichtungen dort einziehen sollen, haben Stadt und Diözese nun vorgestellt. Ist natürlich die oder eine mit der bedeutendsten Adressen hier in Rottenburg, direkt am Marktplatz. Und deswegen sind wir sehr froh, dass im Erdgeschoss Einzelhandelsfläche entsteht mit Theobuch und der neuen Anlaufstelle WTG für Touristen und Pilger eine tolle Willkommensatmosphäre geschaffen wird. Über Infozentrum und Buchladen sollen im Obergeschoss Büroräume entstehen, wo die WTG und die Städtische Wohnbaugesellschaft einziehen werden. Aber nicht nur das ehemalige Kaufhaus, sondern auch umliegende Gebäude werden saniert und neu gestaltet. So soll im direkten Nachbarhaus eine Übernachtungsstätte für Pilger und Touristen entstehen. Auch neuer Wohnraum soll auf dem Jeckel-Areal geschaffen werden. Ziel des Projekts ist die weitere Belebung von Innenstadt und Tourismus. Gleichzeitig soll im neuen Infozentrum Rottenburgs Merkmal einer Bischofsstadt hervorgehoben werden. Es wird Prospekte geben, es wird Bücher geben, die in Rottenburg in die Geschichte, in die Gegenwart, in die Kunstgeschichte, Kulturgeschichte Rottenburgs einführen. Dann gibt es dort einen Informationsstand. Da kann man dann auch selber Bücher kaufen. Man kann aber dort, so ist zu vermuten, dass man dort sich anmelden kann für Stadtführungen, die dann von geschulten Führerinnen und Führern durch die Stadt dann ermöglicht wird. Bei den Sanierungs- und Bauarbeiten muss allerdings auf einiges geachtet werden. Das gesamte Jeckel-Areal wird von unterirdischen Kellern durchlaufen, deren Entstehung weit vor das 17. Jahrhundert zurückreicht. Sie überstanden sogar den großen Stadtbrand. Die oberirdischen Gebäude allerdings nicht. Deswegen wurde auf den Kellern wieder neu gebaut. Unter anderem entstand dort diese Hauskapelle, die allerdings nicht für die Öffentlichkeit zugänglich war. Heutzutage stehen sowohl die Keller als auch die neu aufgebauten Gebäude unter Denkmalschutz. Wir müssen in einer bestehenden Hülle, die denkmalgeschützt stehen bleibt, müssen wir die ganzen Sanierungen zu einem heutigen Standard technisch und baulich, brandschutzmäßig, arbeitssicherheitsmäßig zustande bringen. Das ist eine große Herausforderung. Für die Neugestaltung des Jeckel-Areals rechnet die Stadt mit Kosten von rund 21 Millionen Euro. Voraussichtlich Ende 2027 bzw. Anfang 2028 sollen die Bauarbeiten fertig und das Areal wieder zum Leben erweckt sein.